Das Nachfertigen von Gummiteilen für den Oldtimer kann durch den 3D-Druck von Gussformen erheblich erleichtert werden. Diese Gussformen dienen dazu, letztendlich mit einer Polyurethan-Gussmasse mit der entsprechenden Schorhärte die Gummiteile nachzugießen. Zuerst wird am Computer mit Hilfe eines CAD- oder 3D-Programms die Form des Gummiteils reproduziert. In unserem Fall formen wir einen Gummibalk und eine Gummimuffe nach. Um die Form des Gummibalks genau zu replizieren, wird mit einem Spline-Tool der Querschnitt des Gummibalks nachgezeichnet. Danach kann die erhaltene Form durch das Zusammenfügen mit einem Tool zu einem gleichmäßigen runden Objekt verarbeitet werden. Die fertigen 3D-Modelle werden als SDL-Datei abgespeichert und in das 3D-Druckerprogramm importiert. In unserem Fall verwenden wir Cura für den Ultimaker-Drucker. In dem Steuerprogramm für den Drucker findet man unter den erweiterten Einstellungen eine Funktion, die es ermöglichen, aus dem Modell eine Gussform zu drucken. Sprich, die eigentliche Form des Objekts bleibt hohl und der Drucker baut eine 5 mm Wand rund um das Objekt auf. Für den Druck verwenden wir Polycarbonat-Filament, da dieses Filament entsprechend hart und sehr genau gedruckt wird. Der Ultimaker 3 Extended Drucker hat einen größeren Druckraum und ermöglicht damit auch etwas größere Formen. Während des 3D-Drucks baut sich die Form in sehr dünnen Schichten auf. Als Einstellung für die einzelnen Schichten wurde in diesem Fall die zweitfeinste Stufe gewählt. Der Druck für den Gummibalk dauert insgesamt ca. 15 Stunden. Wir haben in unserem Fall die Gussform noch einmal mehrteilig ausgedruckt, damit die Form immer wieder verwendet werden kann. Die einzelnen Formteile werden mit dem Formtrennmittel F1000 von Vicon eingestrichen, damit sich später das Urethanmaterial aus der Form wieder lösen lässt. Die Form soll mit Vicon Urethan 60 ausgegossen werden. Die Schorhärte 60 entspricht genau der Härte der ursprünglichen Gummimuffe, die es nicht mehr zum Kaufen gibt. Das Set besteht aus einem Harz und einem Härter. Auf einer Waage wird zuerst der Harz genau abgewogen. Da der Harz klar ist, wird noch 1-2% schwarze Farbpaste dazugegeben und eingerührt. Im nächsten Schritt wird der Härter im genauen Mischungsverhältnis dazugegeben. Der Harz und Härter wird nun gut verrührt. Die gut verrührte Urethanmasse wird nun möglichst blasenfrei in die Gussform gegossen. Wir gießen die Masse in einem dünnen Strahl und in kleinen Portionen in die Form, damit die Masse die Gussform gut ausfüllen kann. Nach einer vorgegebenen Aushärtezeit kann nun die Gussform geöffnet werden. Heraus kommt eine Gummimuffe aus Urethan, die formstabil und beständig ist. Mit dieser Technik können mehrere Güsse hintereinander durchgeführt werden. Die Gummimuffe ist immer wieder formgenau und perfekt einsetzbar.